Foxstar Infected schrieb zur letzten Folge eindeutig das beste Quizformat im deutschen Fernsehen, nur ohne Fernsehen. 10 von 10. Tja, Foxstar Infected, wenn das so ist, dann bringen wir dieses Format jetzt nur für dich zurück. Und damit herzlich willkommen zu 10 von 10, dem lustigen Quizformat, in dem wir Spiele erraten anhand von User-Reviews. Dieses Mal muss ich nicht selbst raten. Ich bin viel zu gut für dieses Spiel. Und wir wollten natürlich auch mal wissen, wie sich der eigentliche Host dieses Format selbst eigentlich schlägt bei 10 von 10. Und deswegen ist der erste Kandidat, den ich heute begrüßen darf, Sebastian Tützak. Hallo. Bravo, ja, bravo, jetzt bravo. Natürlich, die Messlatte ist sehr weit oben, ne? Wenn du das jetzt sagst, dass du viel zu gut bist für dieses Format. Muss ich selbst sein. Richtig. Du musst natürlich jetzt hier unsere Chefzunft würdig vertreten. Aber du hast natürlich auch extrem krasse Gegner. Ich habe dir wirklich das Beste rausgesucht, was ich sehe schon. Die Welt zu bieten hat. In der Mitte sehen wir natürlich Markus, Star-Redakteur und Videospiel-Konnoisseur. Und daneben, an seiner linken Seite, von Markus aus gesehen, ist Dennis. Dennis ist auch ein unglaublich intelligenter Mensch und kennt Videospiele, die sonst niemand kennt. Ja. Wie zum Beispiel Sonic. Die werden dann wahrscheinlich nicht daran jetzt auftauchen, aber ja. Warten wir mal ab. Also, ich erkläre euch noch mal kurz die Regeln und auch euch da draußen erkläre ich noch mal kurz die Regeln. Ist ja lange her. Also, ich habe 5 Spiele rausgesucht und zu diesen 5 Spielen jeweils 3 Reviews. So, die fangen erstmal schwer an und dann werden sie ein bisschen leichter. Dementsprechend gibt es auch Punkte dafür. Heißt, wenn ihr es schon beim ersten Review erkennt, das Spiel, da gibt es 3 Punkte, beim zweiten 2 und beim dritten gibt es dann noch 1. Ihr habt pro Review eine Antwortmöglichkeit. Und es gibt auch keinen Minuspunkt. Also das heißt, ihr könnt bei jedem Review, was ich euch vorlese, auch einfach mal, auch wenn ihr es jetzt nicht wisst, ratet einfach mal, kann sich lohnen. Ja? So, am Ende gibt's noch eine Schätzfrage, da gibt's dann noch mal 2 Punkte. Heißt, da ist noch alles drin, ne? Sagt man ja immer so bei Quizformaten, ja, da ist noch alles drin, auch wenn nichts mehr drin ist. Egal. So, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, oder? Ja. Okay, let's go. Seid ihr ready? Ja, natürlich. Ja? Haben wir jetzt? Okay. Ich sag vielleicht meinen Namen, wenn ich auf den Buzzer drücke. Spiel Nummer 1. Review Nummer 1. Spiel gestartet, scharf tot geboxt, zugeschaut, wie es den Berg runterrollt und ins Wasser fällt. 10 von 10. Basti. Das habe ich noch nicht erklärt. Wir müssen unsere eigenen Buzzer-Sounds heute mal machen. Aber das hast du toll gemacht. Danke. Sehr gut. Aber es war nicht meine Antwort. Nur um das Elden Ring. Das ist falsch. Dennis. Ja? Das ist auch falsch. Mist. Palworld. Das ist richtig. Was? Ja. Okay. Bravo. Okay, okay. Die einzigen Open-World-Spiele mit Schafen, tatsächlich. 3 Punkte für Dennis. Das, nee. Tja. Also ich hätte es noch Red Dead Redemption 2 gesagt, als ob es da keine Schafe gibt. Aber gibt es keine Berge? Doch. Ach so. Ja, okay. Ja, das ist ja natürlich top. Ich habe euch ja gesagt, hier sind wirklich sind nur Star-Kandidaten am Start. Deswegen 3 Punkte für dich. Ich kann ja noch mal die anderen Reviews, die ich noch hatte, vorlesen. Review 2 wäre gewesen, werdet bitte nicht verklagt. Ja, okay. Review 3, verprügel sie, unterjoch sie, hunger sie aus, zwing sie dazu, sich fortzupflanzen. Und wenn sie nicht spuren, werden sie gegessen. Spätestens da wäre es natürlich klar gewesen, dass es sich um Pokémon oder irgendwas in der Richtung handelt. Realistischster Amazon-Warenhaus-Simulator hatte ich noch. Wach am Strand auf und verklopp Schafe. Die meisten, mich selbst eingeschlossen, dachten, das Spiel wird ein Meme, aber es ist tatsächlich super detailliert, gut optimiert und macht verdammt süchtig. Page Review anscheinend. Gut, na gut, das war eine schnelle Runde. Kommen wir also zu Spiel Nummer 2. Konzentration. Review Nummer 1 für 3 Punkte. Man kann Kinder werfen auf andere Kinder. Mhm. Dennis. Das ist immer noch lustig. Dragon's Dogma 2? Ich glaube, da kann man keine Kinder. Wird Dennis es schaffen, jetzt noch mal 3 Punkte abzurufen? Sahnen? Nein. Ja. Es ist falsch. Gibt's da viel werfen, aber so keine Kinder. Vielleicht Goblin-Kinder, dachte ich vielleicht. Ich kenne generell nicht viele Spiele mit Kindern. Mach einmal Bully. Also, man kann Kinder verprügeln, ob man werfen kann, weiß ich nicht. Das ist ein guter Guess, aber es ist falsch. Kann man nicht, kann man nicht. Nee, kann man nicht. Dann höre ich mir doch noch die anderen Nicht mal ein Rater? Nee, mir fallen gerade generell keine Spiele mit Kindern ein. Wo man Kinder noch werfen kann, ja. Ich habe ja noch ein Review für euch. Ja. Jetzt gibt's allerdings nur noch 2 Punkte. Das ist selber schuld. Das ist völlig fein. Nee, ist nicht fein, der hat 3. Also, Achtung. Das Ding mit dem Bär ist mir egal. Ich will die Drachen bumsen. Edit, Dämonen reichen auch. Dennis. Du darfst nicht mehr. Ich
Dachte doch, man darf doch, du darfst. Was? Pro Level? Hä? Ja. Du bist doch nicht zum ersten Mal in diesem Format. So hast du mir zugehört oder so hast du mir zugehört. Ich bin sicher. Wir haben dich eben gerade noch mal gefragt, ob du nicht doch noch mal raten willst, Markus. Ja. So. Und natürlich das andere wichtige RPG, wo man Dinge werfen kann, vergessen. Baldur's Gate 3 nämlich. Das ist sowas von richtig. Und dafür gibt es 2 Punkte. Mir fällt auf, wie schwer das ist, wenn man die Spiele nicht gespielt hat. Also Baldur's Gate halt nur so an der Oberfläche gekratzt und Palworld halt auch nicht gespielt. Ich hab Palworld auch nicht gespielt. Burn. Einfach, ja. Ja. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber ich habe mir auch nichts dazu angeguckt, außer unser Review. Das war sehr gut. Ja, ey. Natürlich. Dennis ist einfach ein Killer. Dennis ist ein Killer. Ja, gut, aber jetzt also Leute, jetzt strengt euch mal an. Das wird ja noch peinlich. Ist da noch alles drin? Jetzt ist noch alles drin. Ja, ist noch alles drin. Ja, noch die Schätzfrage. 2 Punkte. Ich sage euch nur mal kurz, was ich nur sonst noch hatte. In den letzten 2 Stunden habe ich einen Oger verführt, einen Bürgerkrieg gestartet, eine Gehirn-OP von einem Dichter bekommen, ein paar Dunst Gehirnwürmer gegessen, eine Eidechse geküsst. Entschuldigt, ich muss weiterspielen. Und der Wurm in meinem Kopf sagt, dass es gut ist. Das mit dem Wurm im Kopf, das kenne ich. Das ist, da hört es aber auch auf. Na, siehst du. Ich kannte das mit der Eidechse. Spiel? Was mit dem Bär? Spiel Nummer 3. Es gibt wieder 3 Punkte zu holen für Review Nummer 1. Konzentration. Wenn du nach dem Rekord für die meisten geschrotteten Controller in möglichst kurzer Zeit suchst, ist das Spiel genau das Richtige für dich. Ja. Elden Ring. Nein! Ja, können wir jetzt ein random durchgehen? Dennis. Ich find's gut, dass du es auch machst, wenn keine andere. Ja, gerade ja, soll das machen. Ja, das ist gut. Ich dachte, wenn es ruhig ist, nicht. Aber finde ich gut. Dennis performt nicht nur bei den Antworten, sondern auch am Buzzer. So. Ja. Only up. Das ist auch falsch, leider. Okay. Markus, möchtest du jetzt vielleicht? Ja, wenn ich jede Runde eine Antwort geben darf. Oder möchtest du dich in Runde 2 lieber wieder beschweren? Auch das werde ich tun. Okay. FIFA. Da schrottet man Controller? Ja. Gibt es auf jeden Fall Leute. Aber die braucht man noch zum Spielen. Ja. Aber es ist richtig! Okay. 2 Punkte, nee, 3 Punkte. Geisterung geht durchs Publikum. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, aber 3 Punkte für Markus. Ja, cool. Ja, gut. Ist gut, ist gut. Ja, das ist sehr gut. Scheiße. Review Nummer 2 wäre gewesen, Digga. Also eigentlich ist es nicht richtig, weil es ist natürlich EA ist. Er hat aber schon gesagt, richtig. FIFA ist es ja nicht mehr. Okay, ja, deswegen war ich so zögerlich, weil ich... Wenn ich bei Review Nummer 2 nur das erste Wort vorgelesen hätte, und zwar Digga, hättet ihr dann FIFA erraten? Nein, okay. Nee. Das Review wäre gewesen, Digga, dieses Spiel ist eine Verarsche. Hätte mir lieber für 80 Euro 80 Hentai-Puzzle-Games für 1 Euro holen sollen. Und jetzt in Caps Lock. Warum kaufe ich jedes Jahr dieses Drecks-Game? Warum? Okay. Ja. Ja. Da wär's. Und Review 3 wäre gewesen, Ball. Ja. Okay. Ja, das hätte keiner gewusst. Nee. Also, naja. Stark. Ich mich auch beschwert. Guck mal, da ist noch alles drin. Ja, nice. Cool. Ja. Ja. Cool. Ich mag dieses Spiel auf dieser Seite überhaupt nicht. Ist so richtig irgendwie hier Konzept. Ist geiler, ne? Ja. Ja. Kann man sich immer lustig machen über Leute und so. Ja. Echt geil, ja. Zum Beispiel über dich. Ja, das ist richtig. Ja. Nächstes Spiel, Leute. 3 Punkte. Review Nummer 1. Wer das hier liest, ist ein super sexy Städtebauer. Und jetzt schmeißt die 30 Euro auf den Tisch und gönnt euch. Männerlords. Das ist richtig. Aber ich hätte wahrscheinlich was anderes gesagt, wenn du den Preis nicht noch genannt hättest. Ja, du hast doch schon gebuzzert, bevor ich den Preis gesagt habe. Ja, ich habe Städtebauer gehört. Und das. Da wäre ich eher bei City Skylines gewesen. Ja, das hätte ich nämlich zuerst gesagt, aber dann habe ich den Preis gehört. Okay, damit Dennis es nicht errät, muss ich vielleicht die Worte in unterschiedlicher Reihenfolge in den Satz dann irgendwie neu anordnen. Naja, aber die Review wird ja auch eingeblendet, also. Achso, naja, da auch natürlich dann. Okay, ja. Das ist absolut phänomenal, diese Leistung von Dennis. Ja. Muss man wirklich sagen, dafür gibt's verdient 3 Punkte. Die anderen Reviews, doch die ich noch rausgesucht habe, die anscheinend völlig nutzlos sind für jemanden wie Dennis, weil er sie nicht braucht, ist, hab hunderten von Leuten 15 Jahre lang beim Hungern zugeschaut, tolle Mittelaltererfahrung. Und wir befinden uns im Jahr von, Zitat, kleiner Indie-Entwickler zeigt großen AAA-Studios, wie man es richtig macht. Tja. Kann man wissen. Kann man wissen. Na gut. Jetzt rechne ich nochmal kurz durch, es ist immer noch alles drin. Ja, aber nur, wenn ich jetzt 3 Punkte hole. Aber ich will ja die 3 Punkte. Dann ist nichts mehr drin. Aber es geht natürlich auch um die Ehre, muss man ja auch sagen. Ja, das stimmt. Also, das könnt ihr jetzt, ihr könnt Dennis jetzt nicht so vorbeiziehen lassen. Nee. Mhm. So, Leute. Das letzte Spiel. Danach kommt noch die Schätzrunde, aber. Review Nummer 1, 3 Punkte, Markus.
Ja. Come on. Ja. Ist eigentlich parteiisch. Achso, Entschuldigung. Es ist noch alles drin, Basti, ja? Ja. Für mich. Ist halt nur auf den Wasser drücken. Für dich nicht, aber für mich. Ja, Review Nummer 1 ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber Markus schafft das. Review Nummer 1. Wegen diesem Spiel habe ich Vertrauensprobleme. Was könnte das sein? Naja, Markus. ja. Among Us. Ja, das ist ein sehr guter Guess tatsächlich für dieses Review. Zu obvious. Ja, aber es ist leider falsch. Mach einfach mal Basti, hallo, ich hier. It Takes Two. Das ist leider auch falsch. Aber so. Ja, doch. Ja, weil halt Coop und weil es ja um die Beziehung. Ja, ja, ist richtig. Ist richtig. Macht sehr viel Sinn, aber leider falsch. Naja. Was ist denn los, Dennis? Trinkt nur so hoch, wie er muss. Keine drei Punkte? Ich mache jetzt nicht mehr, ich brauche ja nicht mehr. Kein Risiko hier eingehen. Also. Egal. Gut, vielleicht ist der Review 2 ein bisschen deutlicher. Das lautet folgendermaßen. Ein Spiel, in dem du schönes Häuschen bauen kannst und dann aus dem Fenster schaust und einen nackten Mann siehst, der einen anderen nackten Mann mit einem Stein jagt. Ja. Oh, das war, das sehr war gleichzeitig. Okay. Aber mach du das zuerst. Ja, okay, Basti war eindeutig vorher. Ich sag einfach mal Rust. Das ist richtig, Basti! Yes! Yes! 2 Punkte! Yes! Ich gehe nicht mit 0 nach Hause. Das mehr wollte ich gar nicht. So. Jetzt darf ich bald wieder dahin, bitte? Richtig, ja. Jetzt hast du mir diesen Platz hier zurückverdient. Vielleicht direkt in der nächsten Folge stehst du wieder hier. Ja, 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 wir machen das. Das wäre wir machen das jetzt fix. Voll krass. Das wäre zu crazy. Ja. Das ist so spontan hier bei Game 2. Oder Dennis macht, weil er hat ja gerade gewonnen. Nee, nee, stimmt, Dennis ja. ist... Nee, aber ich muss danach auch weiter. Ich bin noch bei mehr Quiz-Shows. Das ist sehr gut. So, genau. Und Review 3 wäre gewesen. Du stirbst, du bekommst irgendwas, du baust eine Basis, du wirst offline geradet, du stirbst, du trittst einem Clan bei, ihr alle sterbt. Ich nicht gewusst. Nein, okay. Einfach Elden Ring. Hättest du auch wieder sagen können. Wäre ich auch eher wahrscheinlich da gewesen, ja. Man so, Leute. Vielleicht auch, was ich viel in letzter Zeit gespielt habe. Und was nicht. Und weil es so schön ist, machen wir jetzt natürlich noch die Schätzrunde. Ja. Denn es ist ja zum Beispiel noch die Möglichkeit für dich, vielleicht Markus zu überholen. Oder das für darf Markus. Auf keinen Fall passieren. Oder für Markus die Möglichkeit, bis auf 3 Punkte an Dennis heranzukommen. Ja, das ist mein Ziel. Sehr stark. Oder wir können herausfinden, ob auf dieser Anzeige zweistellig stehen kann. So. Also, diese Anzeige. Was jetzt passiert ist, ich werde euch ein Spiel nennen. Und dann müsst ihr euch überlegen, was der Metascore von diesem Spiel ist. Überlegt euch das einfach. Mhm. Ja. Wenn ihr alle fertig seid, dann sagt ihr mir eure Antwort. Und da ihr nichts zum Schreiben habt, müsst ihr mir das einfach sagen. Komme ich zu dir und flüstere dir ins Ohr? Damit nein, ihr merkt, ich frage euch dann nacheinander ab, was eure Antwort ist. Aber dann kann ich mich ja noch anpassen. Oder? Ah, dann kannst du dich halt noch anpassen. Dann passe ich mich an, ja, okay. So, und wer am nächsten, mich als letztes. Und wer am nächsten dran ist, der bekommt dann die 2 Punkte. So wird das Ganze ablaufen. Also, das Spiel ist Senua's Saga Hellblade 2. Mhm. Sagt mir gern, wenn ihr einen Score habt, wenn ihr fertig seid. Dennis. Du hast dich entschieden? Ja. Das ist zum Schluss lustig. Okay, was ist deine. Seid ihr auch? Habt ihr auch eine Zahl im Kopf? Ja. Ja, klar. Okay, ich sag 82. Okay. Muss ich jetzt sagen? Ja. Ja. Also. Dann sag ich. 79. Exakt meine Habe ich vorher Zahl. Auch schon. Das war exakt meine Zahl hatte ich vorher. Dann musst du sie auch nehmen. Dann teilen wir uns den Platz. 80. Okay. Ist ja super kacke, weil es super nah beieinander ist alles. Ja. Ja, es ist sehr nah beieinander. Das Geile ist, die richtige Antwort ist 81. Oh! Verdammt! Das heißt, Basti und Dennis sind genau gleich nah dran. Ja, cool. Ja, Stichfrage. Also gehen die Punkte an Basti. Ja, finde ich gut. Find ich gut. Bravo. Super. Scheiße. Das war traurigste Punkte verleihen jemals. Ich schon mal mit, Markus. Könnt ihr das doch mal? Ja. So, es ist an der Zeit, unseren glorreichen Sieger zu feiern. Er heißt Dennis. Applaus für den glorreichen Sieger mit 8 Punkten. Ja, das war schon stark. Unbesiegbar. Keine Chance. Keine Chance, Dennis. Wirklich unbesiegbar. Das war's mit dieser tollen Ausfolge von 10 von 10. Schreibt doch gerne mal in die Kommis, wie es euch gefallen hat. Und schreibt auch gerne mal Kommis rein, die wir dann in der nächsten Folge als Anmoderation benutzen können. Ja. Tschüss.